Tritra Tolala. Ja, wieder nicht lange nachdenken. Hatte das Video eigentlich schon mal verlinkt. Kann man ja aber eigentlich ja nicht oft genug verlinken oder eben auch darauf hinweisen. Aber ich versuche jetzt mal auch die Quintessenz. Ich meine, 15 Minuten gucke ich mir ja auch nicht von jedem immer an, aber diesen Gunnar Kaiser höre ich relativ gerne zu. Auch seine Gesprächspartner. Also das sind immer wirkliche Gespräche, die da auch stattfinden. Und nicht, dass da sich Leute ankeifen und da eigentlich aneinander vorbeireden oder sich gegenseitig nicht zu Wort kommen lassen, wie es heutzutage in den meisten Talkrunden irgendwie so üblich ist, sagen wir mal. Nennen wir es mal so. Der Mann hat so eine beruhigende Ausstrahlung auf mich, da kommt man immer so wieder einen Ticken runter. Und ich werde jetzt mal einfach, das, was meiner Meinung nach da die Quintessenz ist, ich meine, wer Harald Lesch disst, ist automatisch mein Freund. Ich habe ja schon vor 5 Jahren Videos gemacht, was der Harald Lesch für ein Idiot ist. Und wundere mich heute, dass ich dafür noch nicht irgendwie Ärger gekriegt habe bei Horst Lüning und ich weiß nicht, wen ich da noch beschimpft habe, aufs Übelste. Aber die sind so alt, die Videos, die kickt sich ja keiner mehr an und YouTube scheinbar auch nicht. Deshalb darf ich das bis heute alles noch machen hier. So, ich leite den mal über und ich glaube, das war's schon. Also, das war mich jedenfalls, wie soll man sagen? Also, wo es am deutlichsten rüberkommt, wo man ja mal ganz kurz hört, was ich auch meine. Wir kommen aus dem Reich der Tatsachen, sagt Lesch, von sich und den Seinen. Und wir sagen, was der Fall ist. Und dann kommt jemand und sagt, nein, das ist nicht der Fall. Da kann man sich nur noch heulend zurückziehen. So Harald Lesch. Ja, das Reich der Tatsachen. Das ist wie das Reich Gottes, eine Sphäre, der die Propheten entstammen, die zwar nicht gewählt wurden, aber doch Kraft höherer Einsicht zu deuten und vorzugeben bestellt sind. Sollte das Volk nicht seiner Einsicht folgen und sich von Gott Wissenschaft abkehren, dann zieht sich der Spezialistenprophet klagend über die mangelnde Einsicht der Ungläubigen zurück. Ja, der Prophet Elia ließ zur Lösung dieses Problems übrigens 450 Gegenpropheten töten. Soweit wird es mit Prophet Harald doch hoffentlich nicht kommen. Ah, das war da eigentlich schon. Das war das, was ich auf jeden Fall da mal ganz kurz rausziehen wollte, damit das auch der Mensch, der keine 15 Minuten Zeit hat. Okay, Bumpies om und tschüss.